Weiß nicht genau, warum das gerade nicht läuft. Nein! Du bist so ein Pisser! Halt. Ihr, ne? Ich verstehe nicht, warum. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dofer Truck Simulator Folge 234. Wir kommen aktuell nicht mehr gut voran. Der P16 hat hier immer noch Riesenprobleme hochzukommen. Und braucht natürlich neuen Sprit. Gar kein Problem. Und ich glaube auch, dass das jetzt ausreichen wird. Den hier raus zu hieven. Und wie das reicht. Jawohl. Schwere Geburt. Ich bin sehr gespannt, wie der P12 das hier gleich, erstmal probieren wir es alleine, ob er das schafft, ob er das macht. Wir machen es auch gleich wieder ein bisschen heller. Und dann müssen wir uns hier ran machen. Das ist meine letzte Folge für heute. Das heißt, die machen wir aber schön lang. Eine halbe Stunde würde ich vielleicht sogar schon sagen. Und dann schauen wir doch einfach mal. Wäre natürlich cool, wenn wir in dieser Zeit eingespannt schon oben hätten auf dem Berg. Denn dann ist es nur noch eine Frage von 1 bis 2 Folgen, bis wir das Ganze hier dann am Ziel haben. Und das wäre doch eigentlich eine relativ schöne Bilanz. Aber jetzt bin ich erstmal sehr gespannt, wie der P12 das Ganze hier erledigt. Wir machen erstmal mit dem. Ist klar. Wieder hell. L. So. Und ich wollte ja auch hier hinfahren. Ganz ehrlich. Ich hab Bock drauf. Da erstmal den Tunnel. Das wäre dann auch schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man die Map dann freispielt irgendwie, wenn man da hinfährt. Oder nicht. Oder ob man das mit irgendeiner Mission macht. Ich habe mir nicht alle Missionsziele angeschaut. Aber ja. Der macht das keine ohne Probleme. So. Ne, nicht bergen oder abstellen. Ganz ehrlich, machen wir es erstmal. Der ist ja noch hier. Und das geht ja auch nicht allzu lange. Ich habe nämlich gesehen bei jemand anderem, dass da der Tunnel ist. Oder zumindest einer. Und er fährt ja relativ flott. Da nehmen wir uns dann auch nochmal die 5-6 Minütchen hier. Um dann ach, wie mir das wieder auf den Sack geht, Alter. Das Spiel schafft es ja auch wirklich, innerhalb von wenigen Sekunden einem das wieder, also wirklich. Echt toll. Na gut. Ja, wie mache ich das jetzt? Ist hier okay? Ich glaube ja. Ah ja, gut. Ach, der lässt sich auch wahrscheinlich nicht gut aufrichten, ne? Ah doch.
Ah, so. Das ist ein Job für die Großen. Was soll denn das? Okay. Jetzt aber. Ah, 5 Minuten wieder verschwendet. Nice. Das hier soll ja nicht so weit sein. Noch eine weitere Wasserstelle. Da sehen wir es ja sogar schon. Keine Wendepunkte verfügbar. Schade auch. Ist ja eigentlich nur noch Nebensache, aber ist egal. Die kippt er uns lieber nicht um. Straße hin. Ah, und tatsächlich. Oh, ist hier noch ein Werkstattanhänger. Das ist auch eine nette Geschichte. Und hier ist der Tunnel. Und er ist nicht gesperrt, oder? Oder ist er gesperrt? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Nee. Das ist es. Geil. Damit haben wir die Karte auch schon mal safe, die neue. Und die gucken wir uns jetzt noch nicht an. Aber ganz kurz will ich hinreisen. Großer Lachsberg heißt die Karte, oder was? Ui. Die sieht schön aus. Ja. Mensch. Stark. Stark, stark. So, hier ist die Karte. Wir haben wieder Türme, das heißt, da haben wir auch demnächst wieder schön was zu tun. Wir haben wieder 2 Wohnbereiche. Oh, ja, okay, alles klar. Das ist, Das ist eine sehr, sehr große Karte, wie es ausschaut. Sehr viele Türme, die diesmal aber auch immerhin wieder die ganze Karte bedecken. Die Hoffnung, ja, wobei, hier oben sind auch Straßen, oder? Sind das Wege? Ich bin mir nicht so ganz sicher. In dem Spiel ist alles möglich. Sehr viele Türme. Das heißt, vielleicht auch hier ein paar Upgrades, die wir finden können. Gut. Überfluteter Ausläufer ist dann aber erstmal
die Karte, auf der wir mindestens diesen Auftrag erstmal nochmal erfüllen, bevor wir uns die neue Karte angucken. Dementsprechend setzen wir unsere Tour jetzt auch fort. Und der P12 ist dran. So. Perfekt. Hier ist ein Wartungsanhänger. Das ist schon mal super. Hier ist das Portal. Perfekt. Ne? So. Der P12 ist am Zug. Und der probiert jetzt sein Glück. Ich glaube sogar, er könnte durch den Berg besser kommen, weil er halt Allradantrieb hat. Wird jetzt hier, wenn es geht, noch später erst einlenken. Aber er benötigt die Winde mehr natürlich. Ach, er ächzt und krächzt. Und auch er ist nicht in der Lage. Ja, wobei. Ne. Aber okay, dann testen wir nochmal. Ob wir hiermit in der Lage sind zu arbeiten. Und das sieht auf alle Fälle vielversprechender aus. Das heißt, es lag unter anderem auch am Zugfahrzeug, denn der stemmt den hier ohne Probleme hoch, was super ist. Das heißt, ich habe auch mit dem nicht so viele Bedenken, den Berg hochzukommen. Das ist natürlich jetzt hier belastend. Soll auch mal näher kommen. Ja, da muss er jetzt aber rum. Ja, ist klar. So, Sprit sieht hier noch einigermaßen in Ordnung aus. So, und jetzt machen wir einen Wechsel, beziehungsweise nehmen wir noch nicht. Wechseln. Auch der Cut hat auf jeden Fall schon ordentlich Sprit verballert, ne? Jetzt müssen wir noch durch dieses Schlammfeld da und dann geht es den Berg hoch und dann mal 3/4 und damit das meiste geschafft. Und interessant, das Portal musste man tatsächlich nur finden. Der App ist nicht gesperrt, man muss es einfach nur finden. Ja. Aber da hier oben irgendwo auch noch ein Schild ist, wo steht Tunnel, denke ich mal, dass es auch wieder zwei Punkte gibt, wo man auf die andere Map kommt. Und ich habe auch schon gesehen, es gibt auf jeden Fall auch eine Werkstatt auf dieser Map. Eine Tankstelle konnte ich nicht sehen, da müssen wir nochmal gucken. Und auch einen Anhängershop nicht, nur halt den bei der Werkstatt. Müssen wir gucken, ja. Ja, Grip! Los, Grip! Los! Was?
Ach, scheiße, ey. Da habe ich echt, Ja, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr Grip. Jawohl. Und dann müsste das reichen. Und wir nehmen dann aber den anderen als Zugfahrzeug, denn der Pacific schafft das hier auf gar keinen Fall. Da haben wir letztes Mal eine ganze Folge verschwendet mit dem P16. Das macht er nicht. Auch nicht mit dem hier vorne dran. Also das ist eine Kombination, die ist nicht so... Ich glaube, da würde sich so... Also wenn es gut klappt, dann lohnt es sich, in einen zweiten Caterpillar von der anderen Sorte da zu investieren. So. Motor abstellen. Abstellen und das andere Gespann erstmal dahin bringen. Mein Gott, so. Zack, zack und los. Dunkel, machen wir nicht. Alles klar. Auf geht's. Wir werden auch sehen, dass wir wesentlich besser gleich durchs Schlammfeld kommen. Ich habe mehr Vertrauen in dieses Fahrzeug. Auf jeden Fall. So. Wollte gerade meinen, bitte nicht abrauchen. Ich habe irgendwie wieder diesen Bug, dass der ständig auf Tastatur umschaltet und dann macht er das halt so. Indem er kurz ruckelt. Ruckelt die zuckelt. So, Sprit wird dem hier ausgehen auf dem Weg nach oben. Aber... Wir haben ja noch 1200 Liter hier drinne. Das dauert eine Weile, bis die leer sind. Können wir noch eine ganze Weile fahren. Da sind wir auf jeden Fall am Ziel. Ja. So, OP-Move und dann fährt das Ding hier aber so was von geil. Auch hier sieht man, ne, dass der auch wirklich krasse Probleme hat. Wir haben aber noch zwei Gänge, die wir runterschalten können. Ja, das ist hier Hardcore. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Aber man sieht ganz klar, dass der hier nicht stecken bleibt und weiterfährt. Ja, und da kommt er auf jeden Fall durch. Gut. Jetzt müssen wir den aber erstmal hier stehen lassen. Oh. Denn der wird jetzt nämlich erstmal den... Ah.
Junge, die berühren sich nicht mal. Ach, du mit deiner blöden Hitbox, Mann. Jetzt keine Zeit und keinen Bock drauf. So, zack. Theoretisch können wir mit dem ja auch schon nach oben fahren. Würde ich sogar machen. Der schafft das sowieso nicht. Dementsprechend, ja. Für sich selber wird's aber was. Hoch ist keine gute Idee bei dem. Jetzt zieht er. Wäre schön, wenn es so schnell gehen würde, ne? Nur leider haben wir da ordentlich Pfund hinten drauf. Die Anhänger lassen wir dann auch hier stehen, beide. So, der ist da. Der kriegt dann hier auch wieder von einem Anhänger schön Sprit, den wir dann gleich hier raufladen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Erstmal tanken wir nach von dem Tankauflieger zum Caterpillar. Da. Alles klar, dann machen wir den so. Ach ja, schön, ne? Dann heißt es Vollgas. Alter. Es ist halt richtig belastend, dass man die Winde bei dem auch vorne nicht mehr benutzen kann. Ist selbst der hier am Ende. Das wird gar nichts. Ne, das ist echt nicht machbar. Scheiße, das heißt, wir brauchen halt wirklich dann wieder so lange. Ja. Ich bin den allerdings gerne als Windenpunkt hier erstmal stehen lassen. Bis hierhin sind wir ja auch ohne Probleme gekommen. Mit Winde und all so ein Mist. Stellen wir den einfach mal hier hin und gucken. Müssen wir wieder das machen, ne? So, dann müssen wir schon ganz anders auffahren hier, weil das ist ja hier sonst... Er macht's manchmal wirklich, manchmal tut er wirklich so, als wäre er anders unfähig.
Na gut, der nächste ist auch okay. So, dann müssen wir jetzt gucken, den Anhänger vielleicht irgendwo zu befestigen. Ja. Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Mann, diese Scheißfunktionen sind so eine richtige Scheiße bei dem Game. Weißt du wieso? Weil der Truck nicht auf deine Kacksteuerung reagiert so. So, weiter geht's. Ach ja, genau. Alles klar. Das ist jetzt wieder... Ja, ist die Funktionen schließen. Gas geben, Winde und Handbremse weg. Okay, ich habe noch ein bisschen. Wieder besser aus schon mal. Gut. Jetzt. So. Na, guck mal, schaffen wir sogar. Ist mal relativ zackig, ne? Ich glaube, genau das gleiche hatten wir nämlich letztes Mal auch. Das wird nämlich nichts, richtig. Siehst du, das ist nämlich genau das Problem. Genau dieser Point of no return. Ey, das ist... Also... Nein! Alter, es ist wirklich, diese Windensteuerung ist zum Teil wirklich so behindert. Ah ja, alles klar. Das ist so eine Grütze. Mach's doch jetzt wenigstens, indem du den Truck hier jetzt noch hochziehst, Alter. So, das geht natürlich nicht. Na du Dreckiger! Wichser!
dieser Truck hier hat mir auch gerade echt nicht, ne? Er hält einfach nicht. Macht er nicht. Alter. Ne. Schaffst du nicht. Ne, schaffst du einfach nicht. Okay, gut, dann. Der P16 muss das echt wieder. Ja, jetzt, Digga, es ist ja schon wieder unten. Weißt du, ich dachte, ich könnte dem mit dem Fahrzeug helfen. Der fährt rückwärts in mich rein, dieser Penner. Ich hab vorwärts gedrückt. Gas! Er fährt rückwärts. Alles unfähig im Schnee, wirklich. Diese Stelle ist wirklich das ganze Kryptonit der Strecke. Das macht die ganze Strecke kaputt. Echt belastend. Hätte so geil sein können. Weißt du, fährst entspannt durch, paar raus. Aber das hier ist das Letzte. Wirklich. Das Letzte. Ich sag's es dir. Geiles Fahrzeug, super. Aber hier bringt das uns nichts. Geil. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Ist das nicht schön? Also, ja, bitte so. Oh, ja, alles klar. Okay, wir sind ja noch drin. Ja. Vielen Dank. Ah, das ist halt scheiße, dass wir auf dieser Seite sind, ne? Das ist doch so. Das ist ideal. Aber was stimmt jetzt nicht mit dem Anhänger? Der macht das alles super. Ich weiß nicht genau, warum das gerade nicht läuft. Nein! Du bist so ein Pisser! Halt. Ihr, ne? Ich verstehe nicht, warum. Das ist jetzt das Geile, ne? Das ist ja so ein Dreck. Naja, wir beenden die Folge auch an dieser Stelle jetzt erstmal, Freunde. Gucken wir mal. Ja. Jetzt geht die Ladung weg, ne? Halt. Ja, ne, das... Ey, du... Bist ja so ein Wichser! Hallo! Alter! Die Steuerung ist so behindert manchmal einfach nur von diesem Game, ne? Ja, ich schaff den doch hier nicht. Alter, die Scheiße hier. Guck dir diesen Schrotttruck hier an, Alter. Wie der einfach null Bock hat. Einfach mal. Doch mal Gas! Ah! Zieh den, ihr Fellest. Ganz vergessen. Ja, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen jetzt. Es verzögert sich weiter, Freunde. Die Höllentour, ich sag's dir. Egal, dass das hier jetzt passiert. Warum jetzt? Und warum?
ist da nichts. Nichts hat diesem Spiel den Grund gegeben, diesen Truck umfallen zu lassen. Der Anhänger war nirgendwo befestigt, als dass er diese Reaktion hervorbringen könnte. Ich verstehe es nicht. Ich werde mir das in der Aufnahme angucken, was da schiefgegangen ist. Und dann muss der Western-Star hierher. Andernfalls ist diese Ladung erstmal beendet. Ja, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.